Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Christoph Haas und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt Ableitungsregeln. Bitte lade dir dieses Arbeitsblatt unter der unten angegebenen Website der Universität Wien herunter und halte es stets griffbereit, damit wir gut damit auch arbeiten können. Vergiss nicht, du kannst dieses Video jederzeit pausieren oder auch auf Stopp drücken, wenn du mal eine Pause brauchst. Wie dir der Titel dieses Arbeitsblattes verrät, besprechen wir gemeinsam die sogenannten Ableitungsregeln in der Differentialrechnung. Stell dir vor, du hast eine Funktion gegeben, die dir die Berglandschaft der niederen Tauern anzeigt. Natürlich zweidimensional, dreidimensional nicht, sondern zweidimensional, und du möchtest jetzt eine Wanderung durch diese Landschaft machen, aber du kennst beispielsweise nicht die Steigung bei einer Hütte beispielsweise. Das kennst du nicht aufgrund dieser Funktion. Hier gibt es mathematisch gesehen einen guten Ausweg, und zwar können wir mit Hilfe der Differentialrechnung diese Funktion ableiten und bekommen durch die Ableitung die Steigung dieser Funktion. Und zwar, wenn wir die Steigung genau in einem Punkt haben möchten, dann setzen wir einfach diesen Punkt in die Ableitungsfunktion ein. Du fragst dich wahrscheinlich jetzt nun, wie wir die Ableitung einer Funktion bestimmen können und was überhaupt diese Ableitung einer Funktion ist. Wir werden uns hierzu diese Ableitungsregeln, wie wir jetzt Funktionen ableiten, genauer anschauen, weil es verschiedene Arten von Regeln gibt, speziell für den einen oder den anderen Typen von Funktion. Die Definition der Ableitung kennst du wahrscheinlich schon aus dem vorhergehenden Video zum Thema Differentialquotient. Die Ableitung einer Funktion ist nichts anderes als ein Grenzwertprozess. Und zwar der Grenzwert des Differenzenquotienten. Dieser Grenzwert wird auch als Differentialquotient bezeichnet, beziehungsweise als Ableitung der Funktion. Wenn du dir bei diesem Thema noch unsicher bist, beim Thema Differentialquotient, beziehungsweise wie wir die Ableitung einer Funktion definiert wird, dann schau dir nochmals die Videoreihe zum Thema Differentialquotient genauer an. Natürlich brauchen wir jetzt Regeln, wie wir diesen Grenzwertprozess ein wenig in den Griff bekommen. Diesen Grenzwert stets auszurechnen, das wäre sehr mühsam und dauert auch oft sehr lange und ist auch schwierig manchmal. Deswegen greifen wir hier auf Regeln zurück, die zwar aus diesen Grenzwertprozessen stammen, aber trotzdem wesentlich einfacher handzuhaben sind, als stets diesen Grenzwertprozess auch auszuführen. Diese Regeln können in der Differentialrechnung eigentlich immer verwendet werden, bis auf einige Ausnahmen. Wir lernen hier aber auf diesem Arbeitsplatz stets Funktionen kennen, die immer ableitbar sind bzw. differenziert werden können. Wir lernen jetzt einige Regeln kennen, und das würden die sogenannten Ableitungsregeln sein. Zu Beginn möchte ich mit dir die Summen- und die Differenzenregel genauer besprechen. Also eine Funktion f von x, in der Summen als auch Differenzen vorkommen. Als Vorgriff möchte ich dir hier schon sagen, dass diese Funktion ganz leicht zum Differenzieren ist, denn wir können diese Funktion gliedweise mit Hilfe dieser Summen- und Differenzenregel differenzieren. Das heißt, wir differenzieren oder leiten x hoch 3 ab, dann getrennt voneinander 2x², dann 4x und dann minus 3. Das erlaubt uns die sogenannte Summen-Differenzen-Regel. Aber um diese Summen- und Differenzen-Regel auch anwenden zu können, brauchen wir eine andere Regel noch zuvor, und das ist die sogenannte Potenz- und Wurzelregel. Beispielsweise geht es hier um das Ableiten von Potenzen, von Monomen beispielsweise, x hoch 1 Viertel, oder hier würde auch x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 hineinfallen. Aber auch mit negativen Potenzen, mit x hoch minus 2, würden wir uns hier beschäftigen.
Diese Potenzwurzelregel ist nötig, um die Summendifferenzenregel gut auch anwenden zu können. Als nächstes möchte ich mit dir dann auch einige spezielle charakteristische Funktionen besprechen, die in der Mathematik auch öfters vorkommen. Das sind die sogenannte Exponentialfunktion. Wie wird beispielsweise diese Exponentialfunktion auch abgeleitet? Wie hier 3 hoch x, oder hier würde auch hineinfallen die natürliche Exponentialfunktion, wie f von x ist gleich e hoch x. Das sind so einige Sonderfälle von Funktionen, die es extra zu besprechen gibt, aber die auch sehr wichtig in der Mathematik sind. Dann würden hier auch die trigonometrischen Funktionen, die Winkelfunktionen dazugehören, wie beispielsweise Sinus x, Cosinus x, Tangens x. Das würden Funktionen sein, die eine eigene Ableitung für sich selbst haben. Und dann gibt es noch den Fall, dass wir auch Produkte von Funktionen bzw. Quotienten von Funktionen haben. Die werden mit Hilfe der sogenannten Produkt- und Quotientenregel auch abgeleitet. Es ist nicht so trivial, dass eine Funktion wie x mal Cosinus x einfach abgeleitet werden kann. Das x wird abgeleitet und dann das Cosinus x wird getrennt voneinander abgeleitet, wie wir es bei der Summen- und Differenzenregel schon kennen. Das funktioniert bei der Produkt- und der Quotientenregel nicht. Hier müssen wir eine Regel anwenden, und zwar die für Produkte gilt und dann auf der anderen Seite x durch e hoch x, die beispielsweise für Quotienten bzw. Bruchfunktionen gilt. Diese Regeln sind zwar ein bisschen langwieriger, aber funktionieren auch in jedem Fall, wenn beispielsweise bei der Quotientenregel der Nenner natürlich ungleich 0 ist, bzw. auch dann der Nenner der Ableitung ungleich 0 ist. Einen Typ von Funktion gibt es hier noch, und zwar sind es die sogenannten verketteten Funktionen, wo wir eine äußere und eine innere Funktion haben. Das würde mit Hilfe der Kettenregel funktionieren, die Ableitung. Und zwar hätten wir hier die Funktion f von x gleich Sinus x Quadrat. Hier hätten wir als äußere Funktion die Sinusfunktion, und in die Sinusfunktion ist die Quadratfunktion x Quadrat als innere Funktion eingeschrieben. Hier funktioniert die Ableitung auch nicht, so wie bei der Summen- und Differenzenregel, dass wir den Sinus getrennt voneinander ableiten und das x Quadrat getrennt voneinander ableiten. Das funktioniert hier bitte auch nicht, sondern wir brauchen hier die Kettenregel, um solche verkettete Funktionen mit einer äußeren und einer inneren Funktion auch mathematisch korrekt ableiten zu können. Was ist jetzt unser Ziel? Unser Ziel ist es, dass wir diese verschiedenen Regeln jetzt kennenlernen und auch anhand von gut ausgewählten Beispielen auch üben werden. Wie die Summenregel, die Differenzenregel, die Faktorregel. Aber wir werden auch Ableitungen von speziellen charakteristischen Funktionen kennenlernen, wie beispielsweise die Polynomfunktion oder Potenzwurzelfunktionen, Exponentiallogarithmusfunktionen und dann auch die Winkel- und trigonometrischen Funktionen. Neben diesen einfachen Rechenregeln gibt es dann diese drei Regeln, die ein wenig aufwendiger sind, wo Funktionen miteinander im Produkt verknüpft sind oder mit dem Bruch verknüpft sind oder auch ineinander auch eingeschrieben werden können. Verkettete Funktionen. Hier brauchen wir die Produkt-, die Quotienten- und die Kettenregel, die ein wenig aufwendiger zwar sind, aber mathematisch korrekt das Ergebnis der Ableitung für Produkte, für Quotienten und für verkettete Funktionen uns liefern. Wir werden uns diese Regeln genau anschauen und auch anhand von gut ausgewählten Beispielen auch üben. Natürlich hast du auch sehr viel Zeit für das selbstständige Üben, für ausgewählte Beispiele, die du selbst üben kannst, die wir danach auch gemeinsam besprechen. Ich wünsche dir viel Spaß und auch gutes Gelingen bei diesem Arbeitsblatt Ableitungsregeln, und ich freue mich auf das gemeinsame Arbeiten mit dir.